Ein neues Kapitel im Leben des ehemaligen Viva-Moderators Mola Adebisi steht bevor, er wird zum ersten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner Frau Adelina Zilei freut er sich auf das bevorstehende Elternglück und verriet kürzlich das Geschlecht ihres Babys in einer ungewöhnlichen Gender-Reveal-Party. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Mola Adebisi, bekannt als Moderator von Viva, steht vor einer aufregenden neuen Lebensphase. Er wird zum ersten Mal Vater. Die Schwangerschaft seiner Frau Adelina Zilei verkündete der Moderator Anfang des Jahres und mittlerweile ist sie bereits im sechsten Monat. In einem Interview zeigte sich Mola überwältigt vor Stolz und Glück. Der werdende Vater macht sich keine Gedanken über sein spätes Vaterglück, im Gegenteil, er betrachtet sein Alter als genau richtig für diese neue Phase in seinem Leben. Die freudige Nachricht über das Geschlecht des Kindes wurde auf eine ganz besondere Weise bekannt gegeben. Mola und Adelina veranstalteten eine Gender-Reveal-Party, bei der sie sich für eine ungewöhnliche Methode entschieden. Statt einer klassischen Enthüllung mit blauer oder pinker Farbe entschieden sie sich für einen dressierten Adler mit blauen Federn, der über ihre Gäste flog. Die Botschaft war klar, das Paar erwartet einen Jungen. Die Gender-Reveal-Party diente auch als Gelegenheit, ihre Liebe und ihre Hochzeit zu feiern. Nachdem Mola seiner Frau im vergangenen Jahr einen Heiratsantrag in Paris gemacht hatte, gaben sich die beiden im Februar dieses Jahres still und heimlich in Las Vegas das Jawort. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.